Hallo, heute habe ich wieder einen Buchtipp für euch. Es geht um das Buch Humusaufbau von Gerhard Dunst. Eine Chance für Landwirtschaft und Klima. Gerhard Dunst betreibt in Österreich ein Kompostwerk. Er ist maßgeblich auch mit Treiber und Initiative Kraft in dem Projekt Ökoregion Kreindorf für den Humusaufbau. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Das Buch besteht im Grunde aus drei Teilen. Teil 1 sind die Grundlagen. Er beschreibt sehr verständlich und sehr anschaulich, was notwendig ist, um Humusaufbau im Ackerboden zu betreiben, wie es funktioniert, was den Humus ausmacht und welche Voraussetzungen erforderlich sind, damit der Humus auch erhalten bleibt. Im zweiten Teil geht es um dieses Projekt aus der Ökoregion Kreindorf. Dabei geht es darum, wie CO2-Emissionen aus der Wirtschaft der Region kompensiert werden durch den Aufbau von Humus. Dass quasi in etwa der Kohlenstoff, der ausgestoßen wird, wieder vor Ort gebunden wird. Es geht dabei auch um die Wirtschaftlichkeit, quasi um Kompensationsleistungen durch Zertifikatehandel, als auch um das Gesamtkonzept als solches, vor allem aber auch um die Daten, die dabei gesammelt wurden, wie unter welchen Bedingungen auf den verschiedenen Äckern der Humusaufbau erfolgte oder es nicht gelungen ist. Im dritten Teil sind Vorträge in Kurzfassung abgedruckt. Diese Vorträge wurden auf dem jährlich stattfindenden Symposium anlässlich dieses Konzepts vorgetragen. Und dadurch wird das gesamte Buch recht rund. Ich kann es nur empfehlen. Humusaufbau von Gerhard Dunst.